Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Das ist ein sehr stranger Start. Wir sind jetzt gerade hier irgendwo in so ein öffentliches Gebäude gegangen, damit wir kurz ein bisschen Ruhe haben. Ist das hier ein Museum? Nee, es sieht aus wie ein Museum, ne? Also, wir sind gerade in der Stadt. Dieses Video entsteht ultra spontan. Der Julian hatte gerade die Idee. Und zwar haben wir durch Zufall eine kleine Kirmes gefunden. Und die ist auch gerade eben auf jeden Fall noch nicht sehr voll gewesen. Und dann haben wir gedacht, wie geil wäre es, mal einen Test zu machen. Ihr kennt doch diese Automaten, wo diese Greifarme immer irgendwas greifen, ne? Und wo man nie gewinnt, aber genau, ich eben gewonnen habe. Genau, man gewinnt nie. Und Julian hat eben 1 Euro reingeworfen und hat ernsthaft ein Kuscheltier rausgeholt. Das war aber wirklich... Das krasser war Zufall. Der größte Zufall überhaupt. So, und plötzlich sitzen wir im Café und dann guckt er mich an und sagt, oh, wir werfen da jetzt 101-Euro-Stücke rein und gucken, wie viele Kuscheltiere. Weil das Kuscheltier, wo ist das? Hol das mal aus der Tüte. Hier, warte. Das Kuscheltier. Kuscheltier. Das Kuscheltier. Habe ich eben im Internet. Ich habe das abgescannt per Barcode. Und das gibt es für, wie viel? 27,95 kostet das. Kostet 30 Euro. Das heißt, wenn wir 5 reinwerfen würden, könnten wir Gewinn machen. Oh, also klasse. Wenn wir 5 rausholen würden, nicht reinholen. Also ich bin auf jeden Fall ultra gespannt, wie viele Kuscheltiere wir mit 100 versuchen da rausholen. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Boah, das wird so peinlich. Mega geil. Da kommt jemand. Ach ja, wir gehen jetzt sofort wieder. Okay. Oh Gott, wie peinlich. Ich denke, so geht's. Ja. Wahrscheinlich ist das so eine ruhige Halle, so eine Bibliothek und alle lesen gerade was. Wir so voll laut. Wir wollen jetzt 100 Stofftiere holen. Also okay, aber wir müssen einschätzen. Da hinten ist die Kirmes. Okay, warte, deine Schätzung. Ach so, scheiße. Warte, warte, jeder denkt sich jetzt eine Zahl aus und sagt die, okay? Ja, okay. Von 100 Chancen. Sollen wir gleichzeitig sagen? Ja. 3, 2, 1, 7. 17. Was? Oh, was? 17? Oh ja, ich weiß nicht. Treffen wir mehr als jeden fünften. Ja, das stimmt. Ich glaube, das war wirklich der krasseste Glücksgriff. Komm, versuchen wir es. Okay, wir gehen jetzt rüber. Oh Gott, wird das peinlich. Nein, das wird nicht peinlich. Das wird super peinlich. Mega cool. Okay. Also wir kriegen sogar Gratis-Spiele. Wenn ich einen großen Schein einwerfe, kriege ich sogar Spiele geschenkt. Okay, dann wirf mal einen 20er rein. Oh, ich will Pluto. Ja, okay. Oha. 28 Spiele. Oh nein. 27 Mal noch? Ja. Ach du Scheiße. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, hier kommt keiner rein. Soll ich deine Tasche mal halten? Ey, wenn der jetzt nicht reinfällt, ganz ehrlich. So? Ja, ja, es macht das klappt. Ja, 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 das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Ja, ja! Ich kann schnell ein Foto mit euch haben. Ja, mach. Ah, Mist. Du hast den Pluto wieder versucht. Ja, mach. Dann nimm mal eine andere. Ja, okay. Geht der, geht der, geht der, geht. Oh, das oh, oh ja, 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 ja. Oh mein Gott! Ja. Nein! Das sieht aber so gut aus. Nee. Angefangen zu regnen. Alle Leute rennen hier nur noch mit ihren Regenschirmen. Ja, wirklich, wirklich. Nein. Jetzt aber, oder? Jetzt, den kriegen wir jetzt aber. Nein, wehe, du gehst jetzt wieder hoch. Und haben ein Stofftier rausgeholt. Nein, zwei. Wieso zwei? Zwei Plutos. Zwei, wir haben ja zwei Plutos. Okay, wo werfen wir als nächstes ein? Die haben große Köpfe. Eigentlich sind da drüben am süßesten, aber die Leute waren alle schon richtig genervt. Komm, wir machen hier mal bei den Mini-Mäusen, oder? Ja, okay, die sehen easy aus. Ja, komm. Und 28 Spiele. 2 von 56. Was ist das schlecht? Der ist richtig nett, der Typ.
guck mal, wie der uns hilft. Guck mal, wie der den da hin präsentiert. Der stellt den da hin. So? Ja, nimm ihn. Wenn du den nicht hast. Oh nein. Den hol ich jetzt. Den holst du. Oh, das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Oh, Bruder. Oh, das ist gut, der sieht gut aus, der sieht gut aus. Ja. Julian. Pluto! Pluto. Die letzten 20 Euro. So, die letzten 28 Spiele, Leute. Das war's. Oh, wie traurig. Was ist denn jetzt passiert? So entstehen Thumbnails. Dürfen wir mal kurz in den Automaten. Ist das peinlich. So Leute, wir sind wieder zu Hause und zwar haben wir eben in der Stadt keine Szene mehr gedreht. Es war erstens so laut auf dieser Kirmes und zweitens, wie ihr gesehen habt, die ersten zwei Minuten hatten wir noch Glück mit dem Wetter. Danach hat es so krass geregnet und es war so kalt. Also das war echt ein kleiner Fail. Ne? Das ganze Video war mehr oder weniger ein Fail. Ja, und wir sagen euch jetzt auch warum. Und zwar, Juli, willst du ganz kurz die Kamera halten, dann kann ich unsere Ausbeute präsentieren. Vielleicht kannst du mir erstmal den hier. Genau. Denn wir waren vorher auf der Kirmes schon unterwegs und der Julian hat diesen Mario da rausgeholt. Und danach, beziehungsweise bei meinem ersten Versuch. Genau, ja. Und der Julian war noch so mega motiviert und meinte, boah Bianca, wir müssen jetzt erstmal irgendwo eine große Tasche uns besorgen, wo wir die ganzen Kuscheltiere rein tun können. Wir wollten uns zwei oder drei große Taschen kaufen. Also, da war so ein Krimskramsladen und wir wollten Taschen kaufen, weil wir dachten, wo packen wir gleich die ganzen Stofftiere hin? Und dann haben wir ja sogar mehr Spiele als 100 bekommen, was wir auch vorher nicht wussten, weil immer für 20 Euro hat man 28 Spiele ja, bekommen. Ja, wir haben es Leute richtig ernst gemeint. Da waren Leute, die haben, genauso lange gespielt wie wir, ja, oder? Vielleicht nicht ganz so lange, aber es gibt Leute, die haben da mindestens 30, 40, 50 Euro in diesen Dingern gelassen. Man kann da ja mal ein paar Euro reinwerfen und so, ne? Vor allem, aber wenn man es, das war glaube ich einfach irgendwie so dieses, ich will das jetzt schaffen. Weil wenn du wirklich, wenn die Kinder hatten und wollten, also es waren so 40, 50-jährige ja. Leute, dann das kauft halt auch das doch kaufen, eurem das. Kind. Also. So, davon, von dem Versuch, wie wir den bekommen haben, da spielen wir euch erstmal ein. Das haben wir nämlich auch auf Instagram gepostet. Genau. Gut aus, oder? Doch. Oh mein Gott, du hast ihn. Ich hab ihn echt. Du hast ihn. Das ganze Ding blinkt. Oh mein Gott. Ja. So. Und der Typ, habe ich dann auch noch gegoogelt, der hat schon so um die 20 Euro wert. Ja. Also es ist echt krass. Ja, so Leute, und jetzt kommt unsere Ausbeute. Macht euch gefasst. Bevor wir jetzt die Ausbeute zeigen, müssen wir noch sagen, dass wir am Ende noch tauschen durften. Das heißt, ich glaube, wir haben zweimal... Nee, wir haben einen nur getauscht. So, ich fange jetzt hiermit an. So, wir haben einen Pluto. Pluto. Das war auch der erste, den wir gefangen haben, ne? Gefangen wahrscheinlich. Gegriffen haben. Und das ging auch relativ schnell. Da war die Quote noch ganz okay, ja, ne? Und dann haben wir einen Donald Duck rausgeholt. Ist das Donald Duck? Ist das der Typ mit dem Geldspeicher? Ach so, nein. Warte, wie heißt der nochmal? Steht das nicht da drauf? Nee. Hä, schreibt mal in die Kommentare. Das ist aber nicht Donald Duck. Nee, das ist nicht Donald Duck. Wie heißt denn der nochmal? Schreibt's rein, Leute. Ich weiß gerade nicht mehr. Blackout, völliger Blackout. Auf jeden Fall haben wir den dann rausgeholt und dann Gandalf? Nee. Alter, alles gut, schon gut vergessen. Und dann haben wir nochmal einen Pluto rausgeholt und den haben wir dann nämlich getauscht, weil der Mann sehr freundlich war und wir nicht zweimal das gleiche Kuscheltier haben wollten. Und zwar gegen den Dumbo. Der war voll süß. Das heißt, wir haben mit 100 Euro drei Kuscheltiere rausgeholt. Ja. Aber Leute, hier ist sogar ein Preisschild dran. Und zwar sind das alles echte Disney-Sachen. Ne, das ist doch alles Disney, oder? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall alles Markenware, würde ich behaupten. Und hier steht sogar drauf, 24,99 Euro. Also wenn man das so jetzt im Disney-Laden oder so gekauft hätte, hätte der 24,99 Euro gekostet. Und bei denen hier habe ich den Barcode gescannt und die kosten online 15 Euro. Genau, das heißt, wir haben einen 15, Wert von 35 Euro. Genau. Wenn wir den jetzt noch da, den lassen wir weg. Nein, der gilt nicht. Das heißt, wir haben nur 50 Euro für das gemacht. Wären wir aber jetzt dreimal so gut gewesen. Also Fazit,
eine ganz dumme Nummer, wenn Leute da denken, sie könnten Gewinn machen, aber im Vorbeigehen mal einen Euro einwerfen. Ja, es macht doch einfach ja auch Spaß. Vor allem man kann auch Glück haben, ne? Ja, kann man. Ich hoffe, ein paar von euch haben auch in den Kommentaren, als wir am Anfang geschätzt haben, auch was geschätzt. Ich bin nämlich mal gespannt, was sie da reingehen. Du hast gesagt 17, ja, ne? Und ich habe 7 oder 6 gesagt. Auf jeden Fall war ich näher dran. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen zu positiv aber gedacht. Aber 3 hätte ich nicht gedacht. Gebt uns unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr öfter solche bekloppte Videos haben wollt, beziehungsweise wenn ihr vielleicht mehr Ideen habt, was wir mal auf einer Kirmes oder auf so an so Buden oder so machen können, ne? So ein Luftballonteil. Ja, wir ja. So lange spielen, bis wir alle... Boah, wie viel Würfe brauche ich, um alle Luftballons da kaputt zu machen zum Beispiel? Oder alle Stofftiere zu gewinnen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Ideen für uns habt. Okay, ihr müsst auf jeden Fall jetzt noch bei Julans Video vorbeischauen. Das ist der erste Link wie immer in der Informationsbox. Oh mein Gott, ich habe so viele Stofftiere heute gewonnen. Okay Leute, damit verabschieden wir uns von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war wirklich keine Absicht. So schnell wollte ich das Video nicht beenden. Tschüss.